So, schönen guten Morgen. Ich darf Sie herzlich zu unserem heutigen Webcast, dem PE Baked CXO Forum mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung begrüßen. Danke Ihnen, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Mein Name ist Steve Schlecht. Ich bin im Business Financial Advisory im Bereich Marketing, Events und Communication, unter anderem für die Planung und Durchführung von Events zuständig. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen noch kurz einige organisatorische Hinweise an die Hand geben. Wir werden diesen Webcast aufzeichnen und im Nachgang auf unsere Webseite stellen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie jetzt den Webcast verlassen oder einfach still zuhören. Während des Vortrags können Sie jederzeit Ihre Fragen über das Q&A-Fenster eingeben, das Sie in der unteren Leiste finden. Darüber hinaus werden wir zum Ende hin Ihre Leitung freischalten, sodass Sie dann auch die Gelegenheit haben, unserem Referenten live Ihre Fragen zu stellen. Gerne könnten Sie zudem unsere kurze Umfrage bezüglich der nächsten Präsenzveranstaltung anklicken. Den Link werden Sie gleich im Chat finden. An dieser Stelle möchte ich gerne unsere heutigen Experten begrüßen. Wir haben Isabel Pernegger, Sebastian Dingel und natürlich unser Steering-Komitee mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen interessanten Webcast und übergebe damit das Wort gerne an unsere heutige Moderatorin Isabel. Ja, guten Morgen. Meinerseits herzlich willkommen zu diesem sehr spannenden Thema. Ich freue mich persönlich auch drauf, da ich bisher sehr wenig Berührungspunkte im Bereich M&A mit dem Thema habe, aber ich davon ausgehe, dass es immer wichtiger wird. Und ja, die Kollegen haben hier einen spannenden Vortrag vorbereitet, sehr relativ pragmatische Lösungsansätze eben auch insbesondere für diese Gruppe an Unternehmen liefern sollte. Ich denke, das Thema wird auch immer wichtiger, nicht nur im Bereich M&A, sondern auch für Refinanzierung oder mögliche IPOs etc., je nachdem, was Sie geplant haben. Insofern freuen wir uns hier sehr auf den Vortrag. Und seitens des Steering-Komitees werden wir heute unterstützt von Sabrina Flunkert, sie ist CFO bei der RatePay GmbH, dann die Dr. Dominik Friedrich, CEO bei der WinStar Medical Group und der Jessica Nospers, CFO bei der Fernao Group, die vielleicht auch nochmal ja, ihre eigenen Erfahrungen dann auch gerne mit Ihnen teilen können. Und eben auch viele Fragen stellen werden, sicherlich zu dem Thema. Genau, insofern freuen wir uns sehr auf den Vortrag und ich übergebe an dich, Sebastian. Ja, vielen lieben Dank. Ich darf auch gleich reinspringen. Eine Bitte aber vorab, löchern Sie gerne, lassen uns diskutieren. Das Thema ist relativ breit, es tropft voller Bürokratie und Hindernissen. Man kann aber auch was Sinnvolles draus machen und meistens kommt man darauf, wenn man tatsächlich die kritischen Fragen stellt. Also insofern gerne jederzeit reinspringen. Ich darf auch die Folien weiterklicken, sofern das hier funktioniert. Was habe ich mitgebracht? Naja, ich hab mal so ein Bild mitgebracht. Einerseits, was ist denn der Berg dieser Regulatorik, der da vor allen Unternehmen steht? Sie haben sicherlich schon mitbekommen, das geht jetzt nicht nur auf die kapitalmarktorientierten Unternehmen, sondern der schöne Begriff der großen Kapitalgesellschaften, die leider bei 50 Millionen Euro Umsatzerlösen anfangen. Die sind also gar nicht so groß, wie man das meinen mag. Also das ist der Berg, der jetzt in 24, 25 vor uns steht. Und dann, ich hoffe, ich kriege das auch hin, was Isabel versprochen hat, dieses Pragmatische. Ich habe das mal Bergbesteigung genannt. Ja, also wie kommt man diesen Berg denn möglichst einfach hoch, ohne sich dabei irgendwie die Haxen zu brechen? Schauen wir mal, was wir mitgeben können aus Einführungsprojekten und dergleichen. Und dann hinten raus haben wir eine Q&A-Session. Also darauf bitte dann nicht warten, gerne zwischendurch immer rein. Der Steve, die Isabel werden das zwischendurch rein moderieren, wie es halt gerade passt. Dann kommen wir immer schön in den Dialog. Ach, zu mir, ich muss mich ja auch noch vorstellen. Ich bin so ein böser Prüfer. Aber ich hoffe, ich kann nachher transportieren, dass ich gar nicht so böse bin. Also tatsächlich schon 20 Jahre hier im Bereich der Jahresabschlussprüfung, Konzernabschlussprüfung. Immer mit dem Fokus auf eher die Bereiche IT und IKS, Prozessfragestellungen, globale Shared Service Center, Logik und dergleichen. Und jetzt auch schon inzwischen 14 Jahre lang im Bereich ESG-Prüfung. Also so seit den ersten Greenhouse Gas Publikationen, die rauskamen, leite den Bereich in Deutschland für die Leute, wie auch in Europa. Und ja, hoffe, dass ich da einigermaßen ein paar War Stories mitbringen kann, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, wo es manchmal wirklich dann schwierig wird, auch zu diskutieren. Man muss dazu sagen, wir machen nicht nur die Prüfung, sondern wir machen auch Implementierungsprojekte. Immer mit dem Fokus natürlich schon auf die Regulatorik, aber auch immer ins Prozessuale abtauchend, um das so ein bisschen zu spiegeln. Aus dem Verständnis heraus, dass eigentlich eine Implementierung dann
sowohl effektiv auch effizient ist, wenn sie nachher den Anforderungen des Prüfers genügt, denn das Ganze ist ja prüfungspflichtig. Doch, genug dazu. Also ansonsten vom Zungenschlag, ich bin Rheinländer. Man darf mich also auch gerne entsprechend antriggern. Zum Berg. Was habe ich mitgebracht, um das Thema aufzureißen? Eine ganze Reihe unterschiedlichster Perspektiven, ob das jetzt Kunden sind, Wettbewerber sind. Isabelle hatte vorhin das Thema Refinanzierung, Sustainable Finance und so weiter angesprochen, Eigentümerstrukturen. Vielleicht da schon mal zum Eigentümer. Wir hatten einen sehr interessanten Dialog mal mit DAXA, wo der Kollege Dr. Froschmeier sehr stark reflektiert hat, die Position der Eigentümerfamilie und gesagt hat, für uns ist das ganze ESG-Thema ganz viel in Richtung von Enkelfähigkeit. Und damit meinen die nicht Enkelfähigkeit im Sinne von, würden unsere Enkel denn das noch schön finden, nachher ein Unternehmen wie DAXA weiterzuführen in die nächste Generation, sondern Enkelfähigkeit ist eigentlich Werterhalt-Thematik. Ja, kriegen wir das Ganze denn weiter in die nächste Generation auch im Wert transportiert? Wir haben natürlich Mitarbeiter, wir haben Banken. Banken, vielleicht die nächste kleine Anekdote. Wir bekommen mit, dass heutzutage selbst die Volksbanken und Kreissparkassen für einfache Kredite fragen, ja, wohin soll denn das Geld gehen? Ist da was Grünes dabei oder nicht? Also das wird schon recht spannend. All das wirkt natürlich auf ein Unternehmen und wenn Sie das Bild noch ein bisschen im Kopf behalten, es kommt nachher nochmal, dann merken Sie natürlich, dass das größtenteils auch Fragen sind, die über eine klassische Finanzberichterstattung hinausgehen. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Aber wie gesagt, ich verspreche, das Bild kommt nachher nochmal, um so ein bisschen das einzuordnen, was das eigentlich in der Regulatorik zu tun hat. Regulatorik, ich weiß gar nicht, teilen wir eigentlich nachher die Folien im Nachgang? Ich könnte mir vorstellen, ja, ne? Hier ist viel Kleingedrucktes drauf. Was ist das ganze Kleingedruckte? Das ist die, schöne Begriffe soll man verwenden, ne? Das ist die Sammlung dessen, was gerade regulatorisch passiert. Sie werden mitbekommen haben, dieses große europäische Thema Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist der Berg gerade, der eigentlich alles andere überschattet, der jetzt 24 schon die kapitalmarktorientierten Unternehmen beglückt, 25 dann die großen Kapitalgesellschaften und dann ab 26, vielleicht ab 26, muss man mal gucken, das kann sich auch nochmal verzögern, für noch kleinere Gesellschaften in einer abgesteckten Form gelten soll, hat sehr viel Anforderung, gucken wir gleich im Detail. EU-Taxonomie hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört, ist letzten Endes so ein bisschen das Instrument der Europäischen Kommission, um zu sagen, wie kriegen wir eigentlich die Ziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft hin. Was ist eigentlich da eine gute Aktivität, was nicht? Was ist Champions League? Das verknüpft sich sehr eng miteinander und das gehört zum Berg dazu. Was haben wir für Hügelchen nebendran? Die meisten kennen die wahrscheinlich auch schon. Natürlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ist jetzt keine externe Berichterstattung direkt, die damit verbunden ist, aber natürlich ab einer gewissen Größenordnung auch dann Fragestellung, was passiert in der Wertschöpfungskette? Was haben wir daneben? CSDDD ist jetzt als Begriff hier gar nicht auf der Folie, werden Sie aber wahrscheinlich aus den politischen Diskussionen der letzten Tage und der Frage von, was macht die FDP, mitbekommen haben. Das wäre das Pendant dann auf europäischer Ebene. Ich würde an der Stelle gar nicht mehr auf alle Begriffe eingehen wollen, weil es ist viel. Zwei, drei Themen sollten Sie aber noch gehört haben, einfach weil sie als Rahmenwerke, Katalogsysteme immer wieder hochkommen. Insbesondere das Thema GRI ist so das insbesondere in Europa anerkannteste Katalogsystem, wenn man darüber reden möchte, welche KPIs gibt es eigentlich im ESG-Bereich. Dieses Katalogsystem findet sich danach auch recht gut übersetzt, umfangreich übersetzt, das ganze CSRD-Thema. Nur zur Einordnung. Ansonsten ein Begriff auch noch kurz hier, und dann verspreche ich, höre ich auch schon auf mit dem ganzen regulatorischen Sammelsurium, TCFD, Task Force Climate Related Financial Disclosures. Was ist daran so spannend? Eigentlich nur ein Gedankengrundsatz. Die TCFD sagt so etwas wie, ich weiß, der Klimawandel ist real. Wenn ich das weiß, dann habe ich Risiken für meine bestehenden Assets.
Was sind das für Risiken? Naja, ich habe einerseits physische Risiken. Physische Risiken heißt Klimawandel, Sturmgefahr, Überflutungsgefahren, was auch immer. Assets in bestimmten Gebieten sind gefährdet. Das ist das eine Thema. Das andere ist transitorische Risiken. Will heißen, naja, gegen den Klimawandel werden Maßnahmen ergriffen und das heißt wiederum langfristige Investitionen in bestimmte Werke, wo die Produktion vielleicht gar nicht mehr in die Richtung laufen kann, muss ich hinterfragen, ob ich da nicht etwas wertberichtigen muss. Also einfaches Beispiel sind immer gerne OEMs. Ja. Ein OEM, der letzten Endes in Verbrennertechnologie investiert mit einer Frage von, wie lange ist denn Verbrennertechnologie vielleicht noch überhaupt zulässig? Wie werthaltig ist das? Oder welche Absatzzahlen sind da langfristig zu erwarten? Mit komplexen Werken, die über lange Zeit abgeschrieben werden, das sind genau diese transitorischen Risiken, die die TCFD hat. Das ist insofern relativ interessant, als dass es einfach hilft zu reflektieren, was gilt denn eigentlich für mein Unternehmen? Und ist natürlich dann Refinanzierungsthema, auch gerade für Banken und dergleichen mehr, die auch das aus einer Risikoperspektive gerne verstehen möchten. Das hier ist jetzt der Fahrplan des Bergs. Sie sehen hier, da ist schon eine Hügelkette aufgemalt. Leichte Grünschattierungen sind enthalten. Was kommt mit diesem CSRD-Thema? Und man muss vielleicht einen Schritt zurück machen. Es gibt schon heute Berichtspflichten ESG, die treffen aber bislang nur kapitalmarktorientierte Unternehmen. Jetzt kommen ab 2025 auch die großen Kapitalgesellschaften, also sie müssen gar nicht irgendwo gelistet sein, sondern schon ab einer gewissen Größenordnung sind sie berichtspflichtig. Die ganzen Themen müssen integriert in den Lagebericht reinkommen. Klammern Sie mal unten links die Ecke der konkretisierten Wesentlichkeit aus, da reden wir gleich auch im Detail drüber. Sie müssen das Ganze aber prüfen lassen. Da steht gerade der Referentenentwurf in Deutschland so ein bisschen im Schatten, noch nicht offiziell verfügbar, aber viele werden ihn schon mal gesehen oder bekommen haben. Sie werden bestimmte Berichtsinhalte haben müssen und Sie sind auch nicht mehr frei in der Wahl von welches Rahmenwerk nehme ich denn dafür, sondern das ist auch spezifiziert. All das ist schon durch die europäische Gesetzgebung durch, seit geraumer Zeit, also CSRD abgeschlossen Ende 2022. Dieses Rahmenwerk, diese ESRS abgeschlossen jetzt Mitte 2023. Das heißt, das ist jetzt schon sehr, sehr klar und wartet jetzt nur noch, je nach Land auf die Umsetzung in nationales Recht. Also bei uns in Deutschland geht es halt ins HGB, dass das Ganze dann ausdifferenziert. Zum Thema Wesentlichkeit. Man kann sich vorstellen, dass hier ein Gießkannenprinzip keinen Sinn macht, sondern im Gegenteil immer wieder zu reflektieren ist, welche Themen sind denn für welche Unternehmen tatsächlich, und Sie haben noch das Bild vom ganz am Anfang mit diesen unterschiedlichen Stakeholdern im Kopf, für wen sind denn welche Informationen relevant? Produzierende Unternehmen werden viel mehr mit Energie und CO2 zu tun haben. Professional Services werden viel mehr damit zu tun haben, inwieweit es denn hier um eigene Mitarbeiter geht und Sozialbelange. Das heißt, Unternehmen haben natürlich einfach aus der Geschäftstätigkeit unterschiedliche Schwerpunkte. Das Ganze soll abgegriffen werden durch das Prinzip einer doppelten Wesentlichkeit. Das ist sehr, sehr zentral, weil das ist Pragmatismus. Das ist der erste Hebel, den man sehr ernst nehmen muss, um das Thema überhaupt handhabbar zu bekommen. Um vielleicht den ersten Schocker reinzubekommen, in den ESRS bieten sich an 1178 Datenpunkte. Wenn Sie eine solche Gießkanne haben möchten, dann kann man die Wesentlichkeit relativ ignorieren. In aller Regel würden wir aber immer sagen, nein, nein, bitte, bitte runterschneiden. Je kleiner das Unternehmen, umso mehr runterschneiden, was hier eigentlich zu fokussieren ist. So viel vielleicht zur Einführung hier CSRD. Das ist, glaube ich, nur nochmal die Wiederholung dessen. Vielleicht auch nochmal zusammengefasst, wer muss eigentlich, aber um das zusammenzufassen, die ESRS splitten sich runter in unterschiedliche Schubladen, wollen wir sie mal nennen. Professionell würde man das Topics nennen und innerhalb der Topics sind dann halt qualitative, aber noch viel mehr quantitative Datenpunkte enthalten, was die Einzelangaben nachher anbelangt. Anwendbar, zwei von drei Kriterien sind zu erfüllen.
Größer 250 Mitarbeiter, größer 50 Millionen Umsatz, größer 25 Millionen Bilanzsumme. Das ist leider die Definition der großen Kapitalgesellschaft. Man wird immer wieder darauf stoßen, dass wenn man tatsächlich in dieser Größenordnung ist, das Thema sehr pragmatisch gehandhabt werden muss, um da nicht irgendwo in Monster zu laufen. Ganz kurz zur Taxonomie, nur um die ergänzt zu haben. Die Taxonomie ist eine Pflichtangabe im Gesamtkontext CSRD. Die Taxonomie wirkt im Wesentlichen wie ein Filter. Sie nehmen alle Ihre Wirtschaftsaktivitäten, die Sie in einem Unternehmen haben. Jetzt vielleicht ganz kurz, was ist denn so eine Wirtschaftsaktivität? Eine Wirtschaftsaktivität ist alles, was Sie tun. Also Sie verkaufen etwas, Sie kaufen aber vielleicht auch etwas. Sie packen das in den Filter und die erste Frage ist, kann ich das irgendwo in dieses Katalogsystem, das die Taxonomie anbietet, zuordnen? Das Katalogsystem splittet sich in diese sechs Umweltziele, die Sie da ganz links sehen. Aber da finden sich unterschiedlichste Dinge von Infrastruktur, Gebäuden, Mobilität, Logistik, was auch immer. Es ist aber auch nicht alles drin, muss man auch sagen, sondern fokussierte Themen, die insbesondere mit CO2 was zu tun haben. Wenn Sie was gefunden haben, wo Sie es mappen können, dann haben Sie schon die erste Stufe, das nennt man taxonomiefähige, was auch immer. Und dann dürfen Sie den Trichter durchlaufen und schauen, ob Sie die Kriterien erfüllen. Und wenn Sie die erfüllen, tatsächlich, dann haben Sie unten herauskommt aus dem Filter taxonomiekonforme. Was? Drei KPIs. Klassisch aus der Finanzbuchhaltung kommt Umsatzerlöse, CapEx oder OPEX. Das heißt, hier ist eine direkte Verlinkung eigentlich. Das Ganze ist pflichtmäßig abzubilden im Rahmen dessen. Und das sind die Tabellen, die damit vorgeschrieben sind, die dann zu veröffentlichen sind. Sind jetzt hier natürlich ein bisschen die Leute hübsch eingekallert, aber grundsätzlich stehen sie tatsächlich so in den Anhängen der Taxonomieverordnung. Bisschen War Stories. Wir haben natürlich spannende Gespräche, gerade in der Prüfung nach dem Motto, oh, ich finde die Überschriften aber doof. Kann ich nicht Spalten rauslöschen? Muss ich die Tabelle überhaupt? Dann fängt man immer an zu diskutieren. Das müssen Sie verstehen wie ein Steuererklärungsformular. Das lässt sich leider nicht umgehen und bitte auch nicht Überschriften irgendwie neu übersetzen, weil man die nicht schön bezeichnet findet hier. Das ist halt Regulatorik. So, das ist der Berg. Ich hoffe, er wirkt steinig. Ist er auch? Wie kann man jetzt damit umgehen? Und ach, das ist ja alles wunderbar animiert, hätte ich auch mal rausnehmen können. Aber ist letzten Endes egal. Was man sieht, ist hier ein kleiner Fahrplan. Dieser Fahrplan ist ein Fahrplan, den wir so erfahrungsgemäß in den Projekten durchlaufen. Ist stufenseitig. Was hilft unheimlich? Das erste ist, in einem Kernteam sich zusammenzusetzen und nochmal durchzuarbeiten. Was müssen wir denn eigentlich wirklich gesetzlich machen? Vielleicht auch mal die Frage stellen, können wir vielleicht neben der regulatorischen Compliance-Übung auch noch irgendwie einen Mehrwert rausbringen? Das macht sicherlich auch ganz viel Sinn. Dann kommt FitGap. Ganz viele Unternehmen haben ja schon Dinge. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ein Unternehmen nicht eh schon vielleicht einen Umweltschutzbeauftragten oder dergleichen irgendwo diese Rolle verankert hat und sowas alles. Das heißt, es macht Sinn, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was muss man da neu machen mit diesem ESRS als Katalogsystem unter den CSRD? Und dann kommt das größte und mein Lieblingsthema, die Wesentlichkeitsanalyse. Drei und vier können sich auch tauschen. Erst die Wesentlichkeitsanalyse machen und dann die Auslegungsfragen stellen. Das ist eigentlich egal, kommt oftmals miteinander. Aber die Wesentlichkeitsanalyse ist eigentlich die strategische Frage von, welche Themen habe ich denn eigentlich hier bei mir im Unternehmen, die tatsächlich auch Relevanz haben? Und Sie haben wieder das Bild bitte vor Augen von ganz am Anfang, für meine Stakeholder. Weil wenn wir das diskutieren, diskutieren wir das gerne als, es ist eigentlich so eine Art Marktumfeldanalyse. Ich möchte wissen, was denn die strategischen Trigger sind, über die ich mir tatsächlich als Geschäftsführung auch Gedanken mache. Welche Lieferantenabhängigkeiten oder Rohstoffabhängigkeiten habe ich denn? Welche Energieabhängigkeiten habe ich denn? Welche Produkte werden sich denn wie entwickeln?
unter dem Fokus auf Klimawandel, Marktveränderungen, Zirkularität. Was haben meine Mitarbeiter eigentlich für Anspruchsniveaus? Müssen wir auch darauf reagieren? Ich glaube, das Beispiel, was mir dabei am meisten hängen, liegt tatsächlich bei mir in der Region, bin ich pragmatisch angesprochen worden von einem Klimageräteinstallateur, relativ kleines Unternehmen, nur als War Story hier, der bereits jetzt anfängt, tatsächlich die 4-Tage-Woche auszuprobieren, wo ich erstmal erstaunt war nach dem Motto, okay, 4-Tage-Woche wird vielleicht kritisch gesehen. Ich sag mal, bei uns, bei Deloitte würde es vielleicht nicht so unbedingt so gut funktionieren, gerade in der Busy Season, im Prüferischen, wie er darauf käme. Und er hat relativ klar gesagt, naja, die Verfügbarkeit von Fachmitarbeitern, die er braucht, die ist relativ gering. Wenn er nicht mit solchen Instrumenten anfängt zu arbeiten, dann hat er einfach das Problem der Mitarbeitergewinnung und das ist gerade sein größter Wachstumshemmer. Deswegen geht er genau auf solche Themen. Das passt genau in die Denkweise dessen, was mit der Wesentlichkeitsanalyse hier gemeint ist. Wenn man das dann erledigt hat, dann geht es natürlich darin, dass man wirklich nur noch die wesentlichsten Themen hat. Und für die wesentlichsten Themen würde man natürlich auch erwarten, dass man die irgendwie anfängt zu steuern. Also die sollen ja dann nicht im luftleeren Raum bleiben, sondern man möchte ja auch irgendwo Ziele damit verfolgen, die runterbrechen in die Organisation und ganz am Ende steht dann halt auch nochmal die Berichterstattung. Herr Steve hat mir gesagt, ich muss Gas geben beim Vortrag. Ich glaube, ich bin einigermaßen gut in der Zeit. Nichtsdestotrotz vielleicht unten nochmal schauen, auf wie lange dauert so etwas. Erfahrungsgemäß ist das kein Schnellprojekt. Das ist nicht innerhalb von einer Woche erledigt. Gerade weil man sehr, sehr viel über, ich sage mal, Abteilungsgrenzen hinweg machen muss, cross-funktional arbeiten muss, die Leute immer wieder an den Tisch bringen muss und die müssen das natürlich alles neben ihren Tagesaufgaben machen. Das ist so sicherlich das eine, was Zeit braucht. Das andere ist auch der Umfang dessen. Ja, man braucht tatsächlich, bis man alleine so die ersten 4 Steps, die relativ nah beieinander und vielleicht eine Vorbereitungsphase oder ja, es ist Grobkonzeptphase darstellen. Das braucht schon erfahrungsgemäß 3 bis 6 Monate, je nach Unternehmensgröße. Um das dann danach detailliert runtergearbeitet zu haben, auch tatsächlich in den einzelnen Abteilungen, braucht nochmal eine Zeit. Und bis man dann soweit ist, dass das auch umgesetzt ist, gerade bei den komplexeren Themen, glaube ich, dauert das auch nochmal durchaus ein Stückchen. Und letzten Endes darf man natürlich eins nicht vergessen, dass auch da dann halt die harte Deadline ist. Also ab Geschäftsjahr beginnt 1.1.2025, sollte das umgesetzt sein. Insofern ist das für die meisten Unternehmen, so nehmen wir es wahr, auch mittlerweile ein recht drängendes Unternehmen. Viele sind auf dem Weg. Ich habe versprochen, das Bildchen kommt wieder. Es ist bewusst, ja? Also keine Angst, nicht Folien doppelt reinkopiert, aber das wollen wir hiermit zeigen. Naja, wieder nochmal, und wahrscheinlich werden Sie nach dem Webcast das Thema Wesentlichkeitsanalyse im Schlaf, wird Sie das verfolgen. Aber das sind natürlich dann tatsächlich die Fragen, welche meiner Umsatzaktivitäten gehen denn in einen Nachhaltigkeitskontext? Heißt das, andere Umsatzaktivitäten darf ich nicht mehr machen? Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss natürlich schon fragen, wie positioniere ich mich am Markt? Mit welchen Dienstleistungen, mit welchen Produkten, welche Langlebigkeit haben die und dergleichen mehr. Ja, Lieferantenmanagement hatte ich vorhin angesprochen. Kundenperspektiven sind natürlich extrem relevant. Ich habe beispielsweise letztens bei einem Mandat den Spruch bekommen, dass es immer häufiger so ist im Vertrieb, dass im Vertrieb diskutiert wird, Preis in Kombination mit einem CO2-Footprint. Und dass da so ein Doppelziel geboten wird und dann ist manchmal das Feedback kommt, also wir können den Preis mit dem CO2-Footprint können wir so leider nicht machen. Entweder muss der CO2-Footprint runter oder der Preis muss runter. Also das sind Themen, die sich da schon entwickeln. Bewerber natürlich ähnlich, sehr junge Generation, die schon darauf schaut und auch natürlich die Frage sich stellt, inwieweit ist das, wo ich jetzt hingehe, denn auch krisensicher? Ein langfristig belastbarer Arbeitgeber oder inwieweit bin ich jetzt hier in einer Branche, wo man vielleicht die eine oder andere Frage stellen muss, ob
das mich jetzt tatsächlich noch länger trägt. Gerade die gerade laufende Generation hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis, erleben wir immer wieder. Ist sicherlich ganz spannend. Investorenperspektiven, Isabella hat es ganz am Anfang gesagt, das ist teilweise natürlich schon ein bisschen die Braut hübsch machen für ein IPO. Denn klar ist, kapitalmarktorientierte Unternehmen laufen systematisch in Scoring-Modelle der großen Portfoliogesellschaften, wo diese ESG-Kennzahlen automatisiert ausgewertet werden und da natürlich die direkt reinlaufen. Es fängt aber auch schon einfach an bei normalen Kapital oder Refinanzierungsfragestellungen, da schon da reinkommt die Frage. Einfach auch, weil diese Investoren natürlich selber auch berichtspflichtig sind. Die müssen beispielsweise selber eine sogenannte Green Asset Ratio regelmäßig berichten. Da kommt also sehr, sehr viel zusammen. Gleiches gilt natürlich spiegelbildlich für die Banken. Also ein komplexes Thema, was aber, wenn man trotzdem nochmal hier rausfährt, und ich weiß, ich wiederhole mich da an der Stelle, eigentlich eine ganz normale Betrachtung des Marktumfelds ist und der Fragen von, wie entwickelt sich mein Marktumfeld, Gesundheit, Sabrina, und welche Themen muss ich eigentlich auf meine Strategie einwirken lassen und berücksichtigen, um den Fahrplan der nächsten Jahre zu bestimmen? Vielleicht noch einmal da rein, wie funktioniert dann im Deep Dive diese Wesentlichkeitsanalyse? Und ich glaube, wenn Sie etwas mitnehmen möchten, dann unten die vier grünen Kästen. Man schichtet ab. Man hat natürlich am Anfang eine Longlist. Sie haben vorhin gesehen bei dieser ESRS-Folie, da sind unheimlich viele Topics, Subtopics, Datenpunkte und dergleichen mit. Man kann es von oben nach unten abschichten. Gewisse Themen werden für Sie keine Relevanz haben. Ja, und Sie werden gegebenenfalls keine großen Abwasserthemen haben oder Meeresressourcenthemen oder sonst irgendwas. Es sind also auch Exoten in diesen ESRS enthalten, die für die wenigsten Unternehmen relevant sind. Das wird man relativ gut abschichten können. Dann kommt der berühmte Begriff der IROS, Impacts, Risks and Opportunities. Welche konkreten Themen haben wir denn? Welche Chancen, aber auch welche Risiken haben wir die? Und dann im nächsten Schritt, wie bewerten wir die denn? Ja, da kommt dieses Prinzip der doppelten Wesentlichkeit mit den beiden Perspektiven. Einmal Financial Impact, also was heißt das für mein Unternehmen ganz konkret in zukünftigen Aufwandspositionen, zukünftigen Umsatzchancen und dergleichen mehr. Auch mit einer Risikobrille natürlich, aber dann auch Impact. Wie wirkt etwas? Jetzt muss man dazu sagen, weder der Financial Impact noch dieser nach außen wirkende Impact sind mit einem Skalensystem definiert. Das muss jedes Unternehmen selber sich definieren, welche Wertgrenzen da sind. Und die legt man dann an, um zu einer Shortlist zu kommen, der tatsächlich relevanten KPIs für ein Unternehmen. Und die gehen dann weiter in eine Steuerung, aber natürlich auch in ein Reporting. Damit ein Schnelldurchlauf durch die Regulatorik. Ich würde die Fragerunde eröffnen. Genau, vielen Dank für den Einblick, Sebastian. Ihre Leitungen sind jetzt freigeschaltet. Das heißt, wenn Sie live Fragen stellen möchten, können Sie das jetzt tun. Ich habe eine Frage, Sebastian. Vielleicht erstmal vielen Dank für deinen Vortrag und vielleicht können wir auch in der Runde so ein bisschen sharen. Ich finde es total spannend, mal das regulatorische Framework zu sehen und auch zu sehen, was kommt da eigentlich gerade auf mittelständische Unternehmen zu. Was mir so ein bisschen nochmal auf dem Herzen brennt oder am Herzen liegt, ist die Frage nochmal, wie nehme ich so ein Unternehmen eigentlich mit in diesem Zusammenhang? Weil es ist ja nicht nur eben die Regulatorik, sondern da spielt ja ganz viel mit da rein. Ich möchte ja eben nicht meine ein, zwei Controller irgendwo sitzen haben, die sich damit beschäftigen im stillen Kämmerlein, sondern es ist ja was, was die Unternehmen, die ganze Unternehmung oder die Firma mittragen muss und sollte, damit es eben auch zielgerichtet ist und eben nicht nur ein Papiertiger wird. Was ist da so deine Erfahrung? Die Unternehmen, die gelistet sind, wo es eben schon relevant ist am Kapitalmarkt, wie gehen die damit um? Also, wie mache ich sowas am besten, dass ich da wirklich auch das ganze Unternehmen mitnehme und eben nicht nur nackte Zahlen irgendwo zusammenschiebe? Ich
Also ich würde es tatsächlich gar nicht mit den kapitalmarktorientierten vergleichen, weil ja, die sind länger dabei, aber die haben natürlich auch eine Organisation, die so viel größer ist. Und ich würde das eher so zu den nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen vergleichen, die wir schon kennen, die das auch schon länger machen. Manchmal, weil sie einfach ein sehr grünes Geschäftsmodell haben, ja, oder weil die Eigentümerfamilie dahinter steht oder sonst irgendwas. Ich glaube, die erste Frage, die man tatsächlich strategisch beantworten muss, wie will man das Thema spielen? Will man so hochspringen, wie man gerade muss, unter Compliance-Gesichtspunkten? Oder gibt es eine Value-Add-Perspektive, dass man sagt, hier gibt es tatsächlich auch noch eine Chance, sich zu positionieren im Wettbewerb oder was auch immer? Das braucht es so ein bisschen als, ja, Guideline, damit man das Thema einfach systematisch durchdiskutieren kann und auch entsprechend einsteuert, was man eigentlich tut. Damit verbunden ist dann normalerweise auch von Vorstand, Geschäftsführung ein Mandat. Ich glaube, dieses Mandat ist ganz, ganz wichtig, dass das erteilt wird, damit damit gearbeitet werden kann. Als nächstes brauche ich immer ein crossfunktionales Team. Also ich kann hier nicht davon ausgehen, dass wenn ich mir einen ESG-Manager kaufe oder sonst irgendwas, den stelle ich da ein, den setze ich da hin, dann wird er mir das schon durchwuppen. So funktioniert das natürlich nicht. Sondern ich muss eigentlich irgendwo in so einer Art Kernteam zusammenbasteln. Da ist normalerweise Rechnungswesen drin, vielleicht Controlling. Da ist aber die Produktion mit drin, da ist der Einkauf mit drin, das Personal mit drin. Die sind da alle mit drin, um gemeinsam vielleicht auch das Thema Wesentlichkeitsanalyse durchzuarbeiten, aber dann auch insbesondere als Multiplikator zu wirken in ihre eigenen Bereiche. Weil am Ende des Tages, diese quantitativen Angaben, die ich dann nachher steuern will, die sind ja in den Prozessen integriert. Das ist ja nichts, was davon losgelöst ist, ja, nach dem Motto, ja, Energieverbrauch gucke ich dann jeweils am Geschäftsjahresende, wie das so war, und dann ist das halt so. Wenn ich sage, das ist für mich ein relevantes Thema, dann muss ich ja wahrscheinlich schon vorher anfangen, mich darum zu kümmern, welche Maßnahmen gibt es, um den Verbrauch zu reduzieren, welchen Quellen nutze ich, um zu beschaffen und so weiter. Also ich glaube, diese Verankerung und das in die Fläche zu bekommen, das ist enorm wichtig. Interessiert aber auch witzigerweise sehr viele Mitarbeiter, die da oftmals sehr offen für das Thema sind und das gerne mitnehmen möchten und sagen, ja, das ist spannend. Ja, also da stößt es dann eigentlich auf offene Ohren. Gibt es denn positive Beispiele von Unternehmen, die gesagt haben, oh, das hat mir eigentlich wirklich einen Mehrwert gebracht, ne? Es ist jetzt nicht nur die Erfüllung der Regulatorik, sondern ich habe wirklich was daraus gelernt und auch für mich positive Schlüsse ziehen können. Ja, es gibt ganze Geschäftsmodelle, die danach ausgerichtet sind. Natürlich, also die einfachsten Sachen sind im Bereich Energie, ne? Energieerzeugung. Es gibt Unternehmen, die beispielsweise heutzutage hingehen und Solarparks, Windparks bauen, 100% refinanziert zu sehr grünen Konditionen und das als Geschäftsmodell identifiziert haben. Es gibt natürlich, wenn ich mir tatsächlich dann wieder Zulieferindustrie anschaue, ja, Unternehmen, die auch da eine Storyline zusammenpacken, im Sinne von, wir bauen die Komponenten für die E-Mobilität. Es gibt auch abstruse Dinge, ja. Also es gibt auch Rüstungsindustrie, die beispielsweise für den Gedanken mal hatte, für Bürgersteige Solar-Ladeinfrastruktur zu bauen, ja. Aber also ich glaube, die Positivbeispiele gibt es unheimlich umfangreich. Wenn ich mir angucke, ein großes Mandat, was ich auch betreue, ist die DHL, Logistik, ja, was wir da an Go Green Plus Produkten haben, die ja tatsächlich abgenommen werden, dann erkennt man natürlich auch da schon, das sind teilweise noch nicht einmal mehr Differenzierungsmerkmale, sondern es sind schon fast License-to-Operate-Merkmale. Ich muss das Thema bespielen, um am Markt weiter teilnehmen zu können. Ja, also insofern, es gibt sehr positive, wo das Geschäftsmodell sehr stark in die Richtung ausgerichtet ist. Es gibt Szenarien, wo ich tatsächlich die Themen adressiert und eingesteuert haben muss, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Und es gibt auch sicherlich Industrien, die damit wenig zu tun haben. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel
Industrien anschauen, Einzelhandel, ja, hat relativ wenig damit zu tun, vielleicht ein bisschen Verpackungsthemen oder so etwas, ja, oder Beschaffungsthemen auch, aber ansonsten weniger Footprint. Wir haben im Bereich Pharmazie relativ wenig damit zu tun, ja, was das direkte Geschäftsmodell anbelangt. Ja, natürlich haben die trotzdem Themen rund um, wie gehen sie eigentlich mit ihrem Umweltfootprint um und dergleichen mehr. Aber das Produkt an sich bleibt eigentlich unangetastet. Danke, Sebastian. Wir haben auch drei Fragen im Chat. Ich kann sie dir auch gerne mal vorlesen. Vielleicht sollten wir da auch mal kurz drauf eingehen, wenn okay. Dass wir die zumindest mal in Beachtung gezogen haben. Die erste Frage ist, wie ist die zu treffende Auswahl zu dokumentieren? Anschlussfrage daran, die Auswahl, wie sie im Lagebericht zu erläutern? Und wenn ja, wie? Und die dritte Frage würde ich dann, glaube ich, im Nachgang bearbeiten oder dir gerne geben, falls du sie nicht selber sehen kannst. Ja, ich habe sie nicht aufgemacht, also gut, dass du es moderierst. Wie ist erstmal das Interne? In aller Regel hilft es, weil das Thema bleibt ja ein, ob das ein White Paper ist, eine Accounting Guideline oder sonst irgendwas, zur Dokumentation der Wesentlichkeitsanalyse. Wie habe ich das denn gemacht? Warum ist das wichtig? Zwei Gründe. Erstens, weil ich natürlich egoistisch bin als Prüfer. Ich brauche das. Unheimlich. Der Prüfer kann die Vollständigkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung einzig und allein prüfen, indem er schaut, ob die Wesentlichkeitsanalyse konform zu den ESRS durchgeführt wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob die Themen da wirklich die wesentlichen Themen sind oder nicht. Das kann ich als Prüfer nicht, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass es halt hinreichend umfänglich belastbar abgeleitet wurde. Das ist ganz zentral. Das ist aber. Es ist der Prüfer der Prüfer, den muss man eigentlich nicht happy machen, sondern man muss sich eigentlich eher selber erstmal happy machen. Und man will das ganze Konstrukt ja in die Zukunft tragen. Will heißen, dieses Thema muss man schon alle 2, 3 Jahre sich nochmal auf die Agenda nehmen und fragen, so, hat sich die Welt da draußen geändert? Gibt es neue Impulse? Können wir so weiterarbeiten wie bisher? Wie sind wir vorangeschritten? Und dafür hilft es natürlich, in der schnell sich entwickelnden Zeit, in der wir leben, einmal hinterlegt zu haben, wie haben wir es denn damals 2024 oder wann auch immer gemacht. Jetzt zu den Disclosure Requirements im Lagebericht. Ja, tatsächlich muss ich darstellen, grob, ich habe eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht und grob, wie habe ich sie gemacht und natürlich, was waren die wesentlichen Erkenntnisse. Das ist aber in keinem Fall in dem Umfang gefordert, wie man das für interne Zwecke dokumentieren würde. Das ist normalerweise, wenn man auf die heutigen Darstellungen schaut, vielleicht ein Absatz, den man qualitativ beschreibt. Und oftmals gibt man dazu so eine gewisse Matrix, wo man dann die Themen einordnet in den Dimensionen Financial Impact, Assessment und External Impact, ja, und da in den Dimensionen einfach die Themen nochmal darstellt. Mehr würde man normalerweise im Lagebericht nicht darstellen. Gut, dann nochmal die dritte Frage dazu. Mich würden Beispiele für die Einteilung von OPEX in klimafreundlich und nicht klimafreundlich interessieren. Ja, klingt zunächst etwas akademisch, daher die Frage, wie man das denn, die Importanforderungen vielleicht ein bisschen ja, Ja, belastbarer ich macht, habe die Taxonomie auf die sehr jeweilige kurz Branche gehalten. vielleicht runterbrechen kann, dass man da ein bisschen Gefühl für bekommt, denke ich. Also ich habe die Taxonomie sehr kurz gehalten, aber vielleicht nochmal zu den drei Begriffen. Umsatzerlöse ist sehr klar beschrieben, das ist auch IFRS-konform, das ist jetzt kein Hexenwerk, da kommen wir sehr, sehr schnell zu. CapEx ist schon so ein bisschen, ich sag mal, erläuterungsbedürftig, weil es ist eigentlich gar nicht CapEx, sondern es sind Zugänge ins Anlagevermögen. OPEX ist die KPI, die am wenigsten direkte Bedeutung hat. Oder vielleicht noch einen Schritt zurück. Was sage ich mit Umsatzerlösen und CapEx? Umsatzerlöse ist, wie grün bin ich denn heute? CapEx ist, was tue ich denn, um vielleicht grüner zu werden? Das ist relativ verständlich für den Empfänger. OPEX hat zu Beginn der Taxonomie keiner verstanden. OPEX ist auch sehr seltsam definiert. Das sind nämlich nicht, ich sag mal,
unsere Koks oder sowas, sondern es sind im Allerwesentlichen Wartung und Instandhaltung von grünen Assets, beziehungsweise dann noch als Sonderthema Forschung und Entwicklung. Forschung und Entwicklung haben nur ausgewählte Unternehmen tatsächlich. Für die Wartung und Instandhaltung ziehe ich aber immer so ein Sendung mit der Mausbild heran. Man muss sich vorstellen, dass diejenigen, die das Ganze geschrieben haben, die haben sich gedacht, ich habe eine Maschine, die spuckt grüne Produkte aus. Und jetzt laufen der Elefant und die Maus um diese grüne Maschine rum und schrauben zwischendurch, gießen ein bisschen Öl rein und dergleichen, damit die Maschine weiterläuft. Und das ist die Definition von OPEX. In Abgrenzung zu kein Personalaufwand, keine Rohhilfsbetriebsstoffe, all das ist nicht im Scope von OPEX. Das führt dazu, dass OPEX tatsächlich ja, sehr, sehr eng definiert ist und meines Erachtens auch sehr wenig Relevanz hat. Ich kann ja mal gucken, was wir sonst Ja, noch. im Q&A-Fenster ist noch eine Frage eingekommen, Sebastian. Und zwar Ja. unterliegt ESRS auch dem ESEF-Tagging. Wer ist betroffen? Ja, das kommt. War, glaube ich, auf einer der Folien auch. Digitales Tagging ist gefordert. Wir haben inzwischen auch die erste Konsultation dieser digitalen Tagging-Taxonomie draußen. Grundsätzlich gilt die Anforderung schon ab Berichtsjahr 1, also schon jetzt für die kapitalmarktorientierten ab 2024. Man hört zwischendurch Flurfunk, ob sich das noch einmal verzögern könnte. Also 24, Ende 24 vielleicht noch nicht kommt, sondern eher auf 25 geschoben wird. Das ist aber eine sehr offene Diskussion. Da kann man eigentlich zurzeit nichts sagen. Dadurch, dass eine Konsultation des Taggings gerade läuft, ist das eine Indikation, es kommt pünktlich. Gleichzeitig arbeitet insbesondere die EFRAG, die hier sehr viel halt auch an den ESRS arbeitet und so weiter, sehr intensiv an FAQ-Dokumenten. Das heißt, die sind eigentlich eh schon sehr, sehr gut belastet. Aber grundsätzlich gilt, mit den ESRS kommt eine ESEF-Tagging-Pflicht für die ESG-Angaben ab Jahr 1. Also jetzt schon ab in ungefähr 12 Monaten, wenn die ersten ESG-Berichte nach CSRD rauskommen. Ich habe jetzt keine. Ah, doch, wir haben noch eine weitere Frage. Wie ist Kapitalmarkt orientiert definiert und sind Private Equity Unternehmen betroffen, die zum Beispiel über Public Fonds finanziert sind? Naja, Also das Thema Kapitalmarktorientierung, Bondfinanzierung, also ist es auch für die ja, FK-Finanzierung relevant? ne, also das sind ja, das Einfachste ist erstmal, das sind die selbst gelisteten Unternehmen. Ne. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die Finanzierung durch diese Public Bonds, wie das gemeint ist, ob diese PE-Unternehmen selber einen Bond ausgegeben haben, oder ob im Prinzip ein solcher Bond in das Unternehmen investiert hat. Wenn sie selber einen Bond ausgegeben hätten, dann wären sie sicherlich auch in dem Bereich zu fassen. Gut, ich glaube, aus dem Chat haben wir jetzt. Das heißt, es können auch gerne wieder direkt Fragen gestellt werden oder auch direkt natürlich auch gerne das Steering-Komitee. Genau. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Sieht so aus, als wenn wir alles erschlagen hätten. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, Sebastian, also vom Projektverlauf. Du hattest eine Folie aufgelegt, wo ein Projektverlauf 9 Monate beinhaltet. Es gibt jetzt auch Unternehmen, die in 24 noch reporten müssen. Was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ich muss jetzt kurzfristig noch mein Reporting aufsetzen? Sagst du, das ist noch möglich oder welche Option siehst du da? Also Realität ist tatsächlich, gibt es solche Szenarien. Ja, es gibt kapitalmarktorientierte Unternehmen, die wir kennen, die noch nicht zum 01.01.24 ihr Projekt komplett abgeschlossen hatten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie weit sind sie.
Es gibt Unternehmen, die vielleicht noch nicht die Implementierung bis zum letzten Ende gehabt haben. Alles gut. Manche der KPIs braucht man vielleicht auch erst zum 31.12. Andere sind aber zeitraumrelevant. Also gerade, ne, Umweltthemen, die muss ich halt konstant messen. Und dann habe ich natürlich, da muss ich mir drüber im Klaren sein, ich habe einfach ein Risiko, dass ich jetzt schon im ersten Quartal bin und diese Daten vielleicht noch gar nicht erfasst habe. Und grundsätzlich kann ich mit Schätzverfahren arbeiten, das ist alles zulässig und so weiter und so weiter. Aber das Risiko, das natürlich besteht, ist, dass ich in eine Situation komme, dass ich keine verlässlichen Daten erheben kann. Jetzt mag das alles unschön sein, ich bin aber weiterhin in der Berichtspflicht. Die Frage, der ich mich sicherlich stellen muss, weil das Ganze prüfungsrelevant ist und dann ein Vermerk kommt, inwieweit ich ein Risiko habe, wenn nachher sehenden Auges vielleicht man gemeinsam an die Öffentlichkeit mit dem Prüfer kommunizieren muss, gewisse Daten sind halt nicht verlässlich erhoben worden. Jetzt hängt das ganz viel davon ab, was für ein Geschäftsmodell ich habe. Inwieweit habe ich Investoren, die da ein Interesse dran haben oder nicht? Habe ich da einen negativen Impact zu befürchten? Oder nicht? Darüber sollte ich wahrscheinlich mir tatsächlich bewusst anfangen, Gedanken zu machen. Ja, weil ich sage mal, ein Unternehmen, das 24 kapitalmarktorientiert berichtspflichtig ist und jetzt noch nicht angefangen hat, das wird aller Voraussicht nach in massive Probleme laufen, nachher einen sinnvollen quantitativen KPI-Baum zusammenzustellen, und muss realistischerweise damit rechnen, dass der Prüfer dann halt auch sagen muss, sorry, das ging jetzt mal nicht durch die Tür. Und das ist halt veröffentlichungspflichtig. Da sollte man wahrscheinlich sehr bewusst auf Ebene Vorstand und Aufsichtsrat reden. Was heißt denn das jetzt? Wie geht man damit um? Welche kommunikativen Maßnahmen ergreift man? Ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Sofern man das schon angefangen hat, ich sage mal, Wesentlichkeitsanalyse 23 gemacht hat, man weiß, welche KPIs, man hat vielleicht auch schon mal FitGap und so weiter und hat einigermaßen Sicherheit, dass ich die Daten zusammenkriege. Solange das gegeben ist, glaube ich, kriegt man alles durch die Tür. Ist man aber so spät, dass man tatsächlich noch gar nicht angefangen hat, könnt eng werden. So, wir haben doch noch eine Frage im Chat, die würde ich dir jetzt noch einmal vorlesen, Sebastian. Das ist aber jetzt aber auch die letzte. Zeitlich schaffen wir leider keine weitere Frage. Und zwar lautet die Frage: Was passiert eigentlich, wenn Private Equity Unternehmen das ESRS Reporting nicht so richtig hübsch haben? Wird das Testat eingeschränkt? Rechtliche Folgen? Fragezeichen. Also so richtig hübsch haben heißt aber, ich habe trotzdem ein ESRS-Reporting. Also ich habe erstmal die Gesetzesanforderungen nach HGB erfüllt. Das ist schon mal gut. Dass Einzelthemen dann vielleicht darin enthalten, nicht super schön sind und der Prüfer sagt, ich schränke ein, ich versage. Das ist dann, glaube ich, das kleinere Übel. Zudem muss man betonen, dass die ESG-Prüfung eine separate Prüfung ist. Sie ist getrennt zur Jahresabschlussprüfung, hat auch einen eigenen Vermerk. Also man hat zwei Vermerke. Einmal den für die Jahresabschlussprüfung, einmal den für die ESG-Prüfung. Und eingeschränkt würde in dem Zusammenhang nur der ESG-Vermerk oder auch versagt. Was natürlich schlimm wäre, wenn man einen Gesetzesverstoß hätte, in dem Sinne, dass es halt überhaupt nicht berichtet würde. Das wäre sicherlich dann schon deutlich schlimmer und das hätte dann auch Auswirkungen auf die Jahresabschlussprüfung. Okay, super. Ihnen dann vielen Dank für die ausführliche Information zu dem Thema. Ich denke, Sebastian, du hast uns das jetzt einfach ein bisschen näher gebracht, ein bisschen auch unser Verständnis geweckt für die doch recht komplexen Anforderungen und wie man es doch runterbrechen kann. Insofern vielen Dank dafür. Ansonsten bedanken wir uns natürlich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an dem Thema. Wie man auch im Chatverlauf sieht, war ja doch das Thema relevant. Ansonsten melden wir uns natürlich wieder mit weiteren interessanten Webcasts. Freuen uns natürlich aber auch gerne über Vorschläge von Ihnen, wenn Sie sagen, hier gibt es Themen, die Sie interessieren, dann auch gerne einfach bei uns melden. Dann nehmen wir die auch gerne auf. Ansonsten vielen Dank und ja, noch einen schönen restlichen Vormittag.
Danke.